Welle 20 Connections. Präsentiert von T-City Friedrichshafen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Connections, live am Dienstagabend, 20. Dezember. In 4 Tagen ist schon Weihnachten. Und wir haben heute ein ganz besonderes Geschenk, eine ganz besondere Sendung, nämlich die letzte Live-Connections-Sendung ever. Kleines Tränchen bahnt sich langsam den Weg durch mein Gesicht. Aber auch eine ganz besonders schöne Ausgabe, denn wir haben heute 2 Menschen vom T-City-Projekt in Friedrichshafen zu Gast, die das Projekt etwas Revue passieren lassen werden, gemeinsam mit mir. Wir werden die letzten fast 5 Jahre mittlerweile, die Telekom und die Stadt Friedrichshafen zusammen die Zukunftswerkstatt gestaltet haben, heute Revue passieren lassen. Gemeinsam mit Melanie Schmidt und Oliver Kramer. Herzlich willkommen euch beiden. Guten Abend. Guten Abend, Christoph. Ihr beiden seid von Seiten der Telekom des Projekts. Das heißt, ihr kommt, sagen wir mal, beruflich, nicht unbedingt privat, aber beruflich aus Bonn, also von Telekom-Seite, und habt die City-Kommunikation in den vergangenen knapp 5 Jahren verantwortet. Olli ist ein paar Tage länger dabei, glaube ich, im Projekt als Melanie. Nur ganz, ganz wenig. Okay. Da werden wir alles jetzt bis 19 Uhr ein bisschen erläutern. Ich sag's gleich vorneweg, nicht, dass ich mich wieder jemand, den Waldi Hartmann von Welle 20 schimpft. Melanie und Oliver und ich kennen uns schon eine Weile durch die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt, von meiner Seite medientechnisch, deshalb bleiben wir auch online on air per du, sonst wäre das ja alles irgendwie gefaked. 5 Jahre fast T-City-Projekt, es läuft aus auf der einen Seite 2012, auf der anderen Seite wird es um 3 Jahre verlängert, auch das wird Thema sein bei uns. Was waren denn, Oliver, am Anfang so die Ziele des T-City-Projekts? Wie ist das Ganze entstanden? Warum wollte die Telekom so ein Projekt machen? Ja, die Ziele sind, glaube ich, klar, wenn man ein Projekt mit einer ganzen Stadt macht. Man möchte möglichst viele Akteure für das Thema begeistern. Von daher war das Ziel klar, nicht nur mit Unternehmen oder der Stadtverwaltung, sondern halt eben auch mit den Bürgern, wir nennen das immer ganz gerne Akteure, gemeinsam das Thema bestreiten, das heißt auch das Thema weiterentwickeln, verstehen, was möchten die Bürger, was fehlt ihnen vielleicht. Das geht natürlich nur in einem gemeinsamen Prozess und den haben wir versucht herzustellen. Und was glaubst du, wie gut ist es gelungen? Es ist eine spannende Frage. Die Antwort haben wir auf der Straße oft gehört. Viele Bürger haben immer gesagt, was habe ich persönlich als Bürger von dem T-City-Projekt? Im Grunde muss man einen Schritt zurückgehen. Das Thema Innovation, die Themen, die Projekte, die wir gemacht haben, die halt eben auf das Thema Innovation einzahlen, ist selten ein Thema oder ein Produkt, was man unmittelbar spürt. Das sind oft Dinge, die im Hintergrund wirken, die Prozesse vereinfachen, die ein Unternehmen oder eine Stadtverwaltung in die Lage versetzen, bestimmte Dinge überhaupt zu tun. Die konsumiert man, da freut man sich darüber, dass bestimmte Dinge reibungslos laufen. Wenn man dann den Bürger aber fragt, ob er es bemerkt hat, dann wird er oftmals sagen, nee, habe ich gar nicht wahrgenommen. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass die ursprüngliche Zielformulierung von dem ganzen T-City-Projekt war ja, anhand von Informations- und Kommunikationstechnologie die Lebensqualität, die vorhandene noch steigern zu können. Was waren denn damals die Beweggründe, eigentlich dann eine Stadt wie Friedrichshafen auszusuchen bei dem Wettbewerb, Melanie? Also es war so, wir haben ja im Jahre 2006 schon den Wettbewerb gestartet. Es gab diverse Wettbewerbskriterien, die ich sag mal, die Bewerberzahl von 52 hat für sich gesprochen. Also das Projekt war so attraktiv, dass sich 52 Städte in Deutschland beworben haben. Eine Jury hat letztendlich aus all den Bewerberstädten Friedrichshafen ausgewählt. Welche Kriterien genau dafür sprachen, kann ich dir heute noch nicht mal mehr sagen, weil ich damals noch gar nicht dabei war. Ja, aber vielleicht war es Oliver die noch. Ja. Also im Grunde genommen, die Abstimmung war geheim. Das war eine 12-köpfige Jury, wo die Telekom auch nur eine Stimme hatte. Also wir haben uns da nicht unsere eigene T-City gebacken, sondern haben externe Experten dort entscheiden lassen und bewerten lassen, unter anderem auch die Uni Bonn. Und es ging natürlich um Themen wie, sind die Bewerberstädte in der Lage, ein solches Thema zu stemmen? Haben sie in der Erarbeitung der Projektideen wirklich die Unternehmen und die Bürger auch gefragt und mitgenommen oder ist es nur eine Bewerbung eines Oberbürgermeisters? Natürlich ging es um die Qualität der Projekte, was will man letztendlich wirklich erreichen? Und in der Summe über diese und einige andere Faktoren hat Friedrichshafen damals
mit Abstand das beste Paket abgegeben. Und dazu kommt, dass, glaube ich, die Lebensqualität hier im Bodensee schon von Grund auf sehr hoch ist. Zum Beispiel auch durch den Flughafen, also die Infrastruktur ist sehr gut. Ich glaube, mich mal erinnern zu können, von jemandem gehört zu haben, naja, das Ziel war ja dann eigentlich noch einen draufsetzen zu können, also einfach zu beweisen, dass mit Technik man dann noch einen was Besseres leisten kann an Lebensqualität. Genau, also man macht das ja nicht 5 Jahre, um hinterher festzustellen, wir sind genau da, wo wir vor 5 Jahren gestartet sind, dann hätten wir in der Tat einiges falsch gemacht. Das Ziel war in der Tat, draufzusetzen über verschiedene Faktoren. Das wird auch wissenschaftlich begleitet. Und also du hast es angesprochen, du hast natürlich recht, Friedrichshafen hat ein extrem hohes Niveau. Wir haben, als wir gestartet sind, aber auch gesagt, wir wollen international mit dem Thema was bewegen. Und dann muss ich mir halt eben im Grunde genommen die unkomfortable Position auch raussuchen und sagen, ich nehme die Stadt her, die schon sehr, sehr weit ist, wo es natürlich auch schwieriger wird, nochmal zu steigern. Aber wenn ich international sichtbar werden will, dann kann ich nur diesen Weg gehen. Welle 20. Connections. Präsentiert von T-City Friedrichshafen. Und genau darüber reden wir heute, über die T-City Friedrichshafen, das Projekt der gemeinsamen Zukunftswerkstatt von der Deutschen Telekom und der Stadt Friedrichshafen. Läuft wann genau aus? Ende Februar geht es offiziell zu Ende, aber es wird eine Art Nachprojektphase noch geben. Das heißt, verabschieden werden wir und Persona uns erst im Juni diesen nächsten Jahres. Im Juni? Natürlich, so lange hast du uns noch an der Backe. Hi, naja, gut. Gut, also wir reden nachher darüber, was dann danach kommt. Also jetzt mal ursprünglich das Projekt über 5 Jahre von wahrscheinlich 1. März 2007 bis jetzt Ende Februar 2012. Ja, 21. Februar 2007 war Herr Büchelmeier in Friedrichshafen und Herr Obermann hat damals den Umschlag geöffnet und konnte ihm dann sagen, dass Friedrichshafen T-City geworden ist. Ja. Wer sich es angucken will, gibt es auf YouTube, glaube ich, das Video. Ja, auch. Ja, sehr schön. Wir wollen ein bisschen über Einzelprojekte reden. Da gab es, glaube ich, in diesen 5 Jahren eine ganze Menge. Kann man das beziffern, Melanie? Wie viel gab es? Ja, also ich glaube, wir können mit Stolz sagen, dass wir bis heute über 40 Projekte realisiert haben. Wow. Welche davon bleiben als besonders positiv oder erfolgreich in Erinnerung und welche waren vielleicht auch mal, ja, Flops? Also letztendlich ist es ja so, T-City ist eine Zukunftswerkstatt. Also nach dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen noch Späne. Wir blicken heute nach gut 5 Jahren auf einige wirklich sehr erfolgreiche Projekte zurück. Ich glaube, ganz an erster Stelle steht immer noch das Thema Smart Metering, also quasi die digitalen Stromzähler. Wir haben hier 2 Stadtteile in Friedrichshafen ausgerollt und wir freuen uns einfach auch letztendlich über eine super Resonanz. Also das Thema ist deutschlandweit, wenn nicht sogar weltweit mittlerweile so aktuell durch das ganze Thema Ressourcenschonung, Energieeffizienz und, dass wir eine wahnsinnige Medienresonanz bei dem Thema haben und letztendlich auch ein tolles Feedback von den Nutzern. Also bei Smart Metering geht es, ganz kurz erklärt, einfach um digitale Stromzähler, wo man zum Beispiel im Internet seinen Verbrauch ablesen kann und dann wirklich die Stromfresser auch erkennen kann und zum Beispiel Zeiten, wo Strom günstiger ist, wo man dann vielleicht eher mal die Waschmaschine anstellt, da geht es um solche Geschichten. Genau. Ja, das ist wohl wahr ein Zukunftsthema im Jahr von Fukushima. Genau, aber letztendlich ist es nicht nur Energie, also auch gerade, ich sage jetzt mal, die Zukunftsthemen auch der Deutschen Telekom, also Energie natürlich, aber auch Gesundheit. Wir sind sehr, sehr stark hier in Friedrichshafen mit dem Klinikum Friedrichshafen verbunden, haben dort Projekte wie mobile Visite, das ist eine Lösung für Herzinsuffizienzpatienten, die einfach eine Art Telemonitoring-System zu Hause bei sich über den Fernseher haben, aber auch in den letzten Jahren etwas wie die Tumorkonferenz, was die Kliniken Friedrichshafen und Konstanz sehr weitergebracht hat, weil Tumorpatienten, deren Befunde früher quasi sehr, sehr umständlich durch die Ärzte diagnostiziert wurden, haben heute die Möglichkeit, von vielen Fachärzten das Feedback zu bekommen. Und das einmal die Woche via Videokonferenz. Die Befunde werden über die schnelle Internetverbindung hergeschickt. Also letztendlich das, was die Zukunftsmusik oder die Zukunftswerkstatt hier ausmacht. Das waren die schönen Momente. Jetzt kommen die Flops.
Naja, es ist ja ganz klar, dass bei über 40 Projekten in 5 Jahren auch mal was schief geht. Da kann man ja auch ehrlich zustehen. Natürlich. Also es ist auch so, dass wir immer der Meinung sind, eine Zukunftswerkstatt. Also wir versuchen hier Dinge, und zwar von vornherein immer klar, nicht alles kann ein großartiger Erfolg werden. Aber auf die Dinge, die wir heute zurückblicken, die vielleicht nicht ganz so ideal gelaufen sind, können wir dennoch sagen, es gab Gründe, warum die nicht funktioniert haben. Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer die CutCard. Das war quasi ein Bezahlsystem via Handy für den Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Was war der Grund, warum wir es letztendlich dann eingestellt haben? Die CutCard hat mit einer Technologie NFC funktioniert, Near Field Communication. Heute rückblickend ist es etwas, wo wir sagen, wir waren unserer Zeit fast 4 Jahre voraus. NFC hat sich bisher nie richtig ausgebreitet. Mit etwas Glück wird es in den nächsten Jahren kommen. Dann können wir auf jeden Fall sagen, wir haben es schon vor 5 Jahren getestet und können auch mit den Erfahrungen heute noch umgehen und profitieren davon. Also, dass es sich verbreitet, würde heißen, dass die großen Handyhersteller zum Beispiel das System in ihre Geräte integrieren. Genau. Also ich sage jetzt mal, jeder Zweite hat heute mit Sicherheit ein iPhone. Wenn NFC im iPhone integriert wäre, wäre es auch kein Problem gewesen, das Bezahlsystem für den Katamaran damit zu realisieren. Aber damals haben wir auf NFC gesetzt, aber keiner in Friedrichshafen oder kaum einer hatte ein NFC-fähiges Handy. Somit war auch die Möglichkeit derer, die das Bezahlsystem nutzen könnten, gleich gegen null. So hat das Projekt leider nicht funktioniert. Ja, da hättet ihr mal in Kalifornien anrufen müssen. Freunde, kommt, baut heute das doch mal ein. Heute sind wir immer schlauer. Welle 20. Connections. Präsentiert von T-City Friedrichshafen. 5 Jahre T-City gehen Ende Februar 2012 zu Ende, werden zwar verlängert, aber erstmal das auf 5 Jahre angelegte Projekt läuft dann aus in der Größe. Und es nennt sich nicht umsonst eine Zukunftswerkstatt der Deutschen Telekom und der Stadt Friedrichshafen. Oliver, die Zusammenarbeit zwischen einem mittlerweile privatisierten Telekommunikationsgroßkonzern und einer kleinen Stadt mit überschaubaren mittlerweile um die 70.000 Einwohnern, ja, das ist nicht ganz alltäglich für beide Seiten und das war eine Herausforderung. Ja, es war eine Herausforderung und wir haben wahnsinnig viel gelernt. Das können wir heute sagen, das war uns auch schon nach einer kurzen Zeit klar. Der spannende Punkt ist ja immer eigentlich die Erwartungshaltung. Also eine Telekom entschließt sich, ein solches Projekt zu stemmen. Eine Stadt entschließt sich auf dieses Projekt zu bewerben und dann schaut man sich irgendwann in die Augen und muss sich überlegen, wie stemme ich dieses Thema über 5 Jahre. Das ist ja auch eine unglaublich lange Zeit, wenn man dann auch schaut, was in diesen 5 Jahren passiert ist mit einer Wirtschaftskrise. Dazwischendrin ist der Oberbürgermeister neu gewählt worden, die Telekom hat einen neuen Vorstand bekommen, die ganze Telco-Branche hat sich verändert. Also ein wahnsinnig, wahnsinnig komplexes Thema und das war natürlich am Anfang schon klar, dass das nicht immer so laufen würde, wie sich das beide Seiten vorgestellt haben oder sich auch in dem laufenden Prozess auch immer wieder weiter vorstellen würden. Was habt ihr denn von Telekom-Seite gelernt, wie man so mit einer öffentlichen Verwaltung in so einem Projekt zusammenarbeitet? Ja, T-City ist ja ein Public-Private Partnership. Insofern war das für die Telekom auch ein allererster Versuch eines solchen Modells. Was haben wir gelernt? Also wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir ganz andere Mittel anwenden müssen, um mit den Akteuren der Stadt wirklich zusammenzukommen. Also man hat die Vorstellung, man macht einen Tag der offenen Tür und lädt die Bürger ein und informiert die mal über das, was man so vorhat. Und dann kommen 25 Leute. Dann ist natürlich die Frage schon, was hat man falsch gemacht? Ja, also da gibt es wahnsinnig viele Vorbehalte einem Telekom-Konzern gegenüber. Ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, steht in dem Augenblick, glaube ich, nicht zur Debatte, aber sie sind da. Mhm. Und wir haben, glaube ich, am Anfang auch gedacht, dass uns die Sympathien zufliegen. Das war nicht so, da haben wir hart für gekämpft bis heute. Und von daher muss man sagen, es gibt viele andere Stellen, wo wir ein Stück weit ein komplett neues Verständnis aufbauen mussten und auch Herangehensweisen entwickeln mussten, mit den Bürgern zusammenzukommen, die es vorher im Konzern Deutsche Telekom
so nicht gab, weil wir normalerweise nicht mit Endkunden darüber sprechen, was für Projekte wir machen. Ja, eine ganz neue Erfahrung. Warum, glaube ich, der Telekom am Anfang so wirklich Sympathien zugeflogen sind, war natürlich irgendwie so der Geldbetrag, der da in den Medien rumschwaberte, wie viel an Infrastruktur investiert wird. Ich hatte mal Robert Wagner hier zu Gast, der war damals noch Technikchef T-Mobile Südwest und der hat mir stolz berichtet, in Friedrichshafen gibt es das dichtest ausgebaute Handynetz in Europa. Das ist schon, ich weiß nicht, wie viel Geld dann wirklich auch natürlich in VDSL hier in der Stadt investiert wurde. Ich glaube 87%, wenn es noch stimmt, der Stadtfläche, mittlerweile sind es mehr. 98, 99, also wir haben eine faktische Vollabdeckung. Und wenn du das Invest ansprichst, also wir sprechen heute nicht über Zahlen. Es ist klar, dass es ein hoher zweistelliger Millionenbetrag ist, der hier geflossen ist. Wir haben mal abends in einer Runde gesessen und haben uns vorgestellt, was wäre gewesen, wenn wir anstatt zu sagen, wir investieren hier eine Summe X, als erstes gesagt hätten, wir schenken jedem Friedrichshafener Haushalt ein iPhone. Ja, das hätte sicherlich einen ganz anderen Drive da reingebracht. Das hätte die Begleitforschung in der Uni Bonn gerne gesehen. Das kenne ich, das Statement. Genau, der Michael Lobeck sagt es ja auch immer wieder, es wäre für ihn auch spannend gewesen. Den Gefallen haben wir ihm damals nicht getan. Aber diese hätte, was wäre wenn, die Überlegung haben wir natürlich schon öfter angestellt. Es wäre sicherlich spannend gewesen, ja. Aber auch teuer, muss man natürlich dazu sagen. Wenn ich irgendwie, weiß nicht, 30.000 iPhones nehmen und so, bitteschön. Also öffentliche Veranstaltungen, ich stelle mir das toll vor. So die Menge statt Konfetti schmeißt der iPhone rein. Toll. Ja. Also wir sprechen immer von diesem Enabling-Faktor, also die Situation, viele Menschen aus dieser Stadt, ja grundsätzlich erstmal, also man muss ihnen das Thema verkaufen, aber die müssen verstehen, dass sie da was tun können. Und dann geht es natürlich darum, sie auch technisch in die Lage zu versetzen, diese Dinge auch wirklich in der Praxis zu leben. Ne? Du hattest eben schon einmal die Zukunft angesprochen, da haben wir das ja in der Tat sehr intensiv getan, aber im Grunde genommen hätte man das auch in einem größeren Stil machen können. Also um die Zukunft da kurz aufzugreifen, das waren 9 Haushalte und ein Kindergarten, die mit allem ausgestattet wurden, Melanie, was das Technikherz begehrt, also Smartphones, Home-Server, Entertain, also das Internetfernsehen der Telekom, ich weiß nicht, was noch alles. Also Tablets, bevor sie auf den Markt kamen. Was ist da für euch wirklich dann im Endeffekt bei rausgekommen, bei dem Zukunftsprojekt? Also letztendlich ist es ja so, wir haben das im Juni 2009, wurden die von einer Jury auserwählt. Hintergrund war, dass wir damals schon so ein bisschen mit der Kritik konfrontiert wurden, T-City schön und gut, aber für mich als Person, als Einzelperson ist es nicht wirklich begreifbar und auch nicht ich kann es einfach als Privatperson hier in Friedrichshafen nicht verstehen. Der Kritik haben wir uns gestellt und haben gesagt, wir nehmen einfach mal Bürger, so wie du und ich, mitten aus dem Leben, Studenten, Senioren, Singles, Familien und so weiter und lassen die mal die T-City-Projekte wirklich testen und die auch darüber berichten, was ist positiv, was ist nicht ganz so positiv. Bekommen haben die, ich sage jetzt auch mal so eine Art Infrastruktur, natürlich haben die VDSL bekommen, die haben Mobilfunktarife bekommen, iPhones etc. Aber darüber hinaus haben die, je nachdem wie ihre Bedürfnisse waren, die Möglichkeit gehabt, wirklich alle T-City-Projekte zu testen. Das heißt, die haben Smart Metering bekommen, fast alle Haushalte haben auch dieses Home Network, also diese Hausautomation bekommen, digitale Bilderrahmen, was auch immer es alles noch gab. Für uns war so das erste Jahr, wo wir dachten, wir lassen uns mal drauf ein und lass uns überraschen, wie es läuft. Schon im November 2009 waren wir eigentlich sowas von begeistert. Wir haben die Zukünftler das erste Mal aus Friedrichshafen hinausgenommen, haben sie zu einer Veranstaltung der Telekom mit nach Berlin genommen und das Feedback war einfach überwältigend. Wir haben immer wieder das Feedback bekommen, es sind Personen wie du und ich, sie sind authentisch. Sie sagen, was ihnen nicht passt. Also wir haben Haushalte, die sagen heute noch, das Projekt, ich sage jetzt mal D-Desk, eine mobile Arbeitslösung, das braucht kein Mensch. Sie dürfen es sagen. Es gibt niemanden, dem wir, ich sage jetzt mal, Kritik so gerne abkaufen wie unseren Zukünftlern. Sie dürfen es bei der Uni Bonn äußern, also es gibt da auch eine Begleitforschung. Sie dürfen es der Presse gegenüber äußern und sie tun es auch. Also ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich mit hochrangigen Pressevertretern, zum Beispiel bei unserer Familie Bachmann bin,
Und Elke Bachmann sagt mir, naja, Entertain ist schön und gut, aber ich schaue doch gar kein Fernsehen. Also das sind so meine persönlichen Highlights, wo ich heute noch immer schmunzeln muss. Und letztendlich, die Zukünftler sind heute im dritten Jahr. Das heißt, im Juni 2012 haben wir sie 3 Jahre gehabt. Und das, was sie uns wiedergegeben haben, war einfach fantastisch. Welle 20. Connections. Präsentiert von T-City Friedrichshafen. Heute mal anders. Zum Abschluss in der letzten Connections-Sendung. Connections präsentiert die T-City Friedrichshafen, namentlich Melanie Schmidt und Oliver Kramer, Ladies First in dem Fall. Auch wenn Olli eigentlich dein Chef ist, Melanie, ne? Sie, das ist richtig. Sie, sehr gut. Aber wir machen trotzdem Ladies First, Olli, da musst du heute mal drüber stehen. Wir kommen zu den persönlichen Highlights aus fast 5 Jahren T-City-Projekt. Da gab es spannende Events, die ihr selber organisiert habt, die ihr auf die Beine gestellt habt. Und da würde ich euch gerne bitten, so euer persönliches Highlight mal herauszupicken, Melanie. Fang du mal an. Also ich glaube, mit einem ganz großen Grinsen kann ich sagen, mein persönliches Highlight, auch weil es am nächsten zurückliegt, war definitiv der T-City-Stadtstrand in diesem Jahr. Viele böse Zungen sagen ja schon seit Jahren, als ich hier an den Bodensee gezogen bin, quasi von Bonn hierher versetzt worden, nach dem Motto arbeiten, wo andere Urlaub machen. Also ich glaube, ich kann mit halb schlechtem, halb gutem Gewissen sagen, dieses Jahr im Sommer war es definitiv so, dass ich dort gearbeitet habe, wo andere Urlaub machen. Am Stadtstrand 6 Wochen lang, das war einfach klasse. Ja, es war wirklich schön. Das hat ein ganz netter, junger, charmanter, gut aussehender Moderator eröffnet. ich erinnere mich dunkel. Dunkel, nee, an dem Tag war es eigentlich ganz hell. Aber nee, es war also wirklich eine schöne Sache. Der, der es mal gesehen hat hier in Friedrichshafen, was ihr da auf die Beine gestellt habt mit Beachvolleyballfeld und Cocktailbar und Bühne, Konzerte zur Eröffnung hat Sternenblut gespielt aus der Allgäuer Nachbarschaft bei mir. War auch ganz lustig. Nee, war wirklich eine tolle Sache. Und ich glaube, ihr hattet auch tierisch Glück mit dem Wetter diesen Sommer, ne? Ja, also ich meine, der Sommer war ja ein bisschen durchwachsen, aber just am Eröffnungstag kam die Sonne raus, bis auf einen ganz kurzen Schauer. Wir hatten 6 Wochen lang bombastisches Wetter, teilweise über 30 Grad, strahlenden Sonnenschein bis spät in den September rein. Und was mich einfach so glücklich macht, die Resonanz war klasse. Von Kindern, Familien, wirklich Studenten, Jugendliche bis hin zum Senior, der seinen Kaffee auf der Terrasse getrunken hat. Alle waren da, alle waren glücklich und haben es einfach genossen, am See zu sein und die Füße in den Sand zu stecken. Olli, du bist dran. Danke, Melanie. Also wenn ich jetzt nur ein Highlight hätte, wäre das ja auch schwach. Ne? Ich hab mehrere. Also im Grunde genommen, es sind zwei Dimensionen. Die eine Dimension, da haben wir eben viel drüber gesprochen, dieses Thema, was machen wir in Friedrichshafen? Da ist mein Highlight sicherlich der Erfolg mit den Zukünftlern, weil das unsere eigene Idee war, die wir entwickelt haben, die wir auch nicht ganz ohne Widerstände dann letztendlich durchgeboxt haben. Wir haben ja neben den physikalischen Haushalten, wenn man so will, dann auch eine Roadshow mit den Zukünftlern gemacht. Wir waren ja in den 2 Jahren bestimmt bei 25, 30 auch externen Events vertreten. Das ist sicherlich ein Highlight. Und die zweite Dimension ist natürlich, ich meine, wir machen das ganze Team ja hier letztendlich, um zu zeigen, dass die Deutsche Telekom Innovation und Hochtechnologie kann. Und das müssen wir den Medien verkaufen. Und von daher muss ich sagen, jedes Mal, wenn wir es geschafft haben, einen Bericht, einen Artikel in den Leitmedien zu platzieren, also wir waren in der Bild am Sonntag, wir waren in den führenden Fachmagazinen, auch Stern und ZDF haben berichtet, dann sind das natürlich immer wieder Highlights, weil der Weg dahin ist schwierig. Vielen Dank. Ich hatte jetzt eigentlich mal erwartet, so ganz nebenbei, ja, der Besuch der Bundeskanzlerin kommt bei euch nicht vor. Was ist da los? Das ist ein schwieriges Thema. Oh, ich liebe schwierige Themen. Also herzlichen Dank, dass du das angesprochen hast. Ja, das war natürlich, also per se wäre das natürlich das Highlight gewesen. Und ich glaube, wir haben, was den Aufwand betrifft, auch das Highlight daraus gemacht. Für mich persönlich ist es deshalb kein Highlight, weil die Resonanz nicht gestimmt hat. Mhm. Wir haben, glaube ich, alles getan, was man tun konnte. Das klingt jetzt immer sehr anmaßend, aber wir haben ja ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gehabt. Wir haben alles an Ressourcen da reingesteckt und die Kanzlerin war da. Das war ja auch mal noch ein Restrisiko, wenn Herr zu Guttenberg sich ein paar Tage eher entschieden hätte damals, dann wäre sie vielleicht gar nicht gekommen. Also sich entschieden hätte, seine Doktorarbeit gefälscht zu haben. Ja, genau.
damit rechnet man natürlich immer, dass das dann in der letzten Sekunde nicht klappt, aber es hat geklappt. Unser Vorstand war da, keiner ist gestolpert, unsere Zukünftler waren auf dem Sofa, haben das überragend gemacht. Gerade auch die Maren, das war super. Aber es waren einfach zu wenig Menschen hier aus der Region. Ne? Also dieser Widerspruch, wir haben es eben schon mal gehört, was habe ich eigentlich davon? Ja, das hört man immer wieder. Und dann bietet man ein Forum, wo man sich genau darüber informieren kann. Und man hat die Bundeskanzlerin da, was auch nicht irgendwie jedes Wochenende vorkommt. Und dann kommen zu wenig Menschen. Von daher, da habe ich so ein bisschen Leidensdruck. Muss ich nur entschuldigen für die Hälfte dazu sagen. Also es war ein Wochentag und es war, sagen wir mal, später Nachmittag, glaube ich, so 17 Uhr, wo sie kam. Da hat jetzt nicht jeder frei, aber natürlich waren jetzt wirklich sau wenige Menschen in der Halle. Da gebe ich dir recht. Ja, also du hast natürlich recht. Ich könnte jetzt sagen, sie war zwei Wochen vorher in Weingarten bei einer Wahlkampfveranstaltung. Da waren 2500 Menschen da. Ja gut, da kommt die ganze CDU hin. Ja, die hätten aber natürlich auch gerne nochmal in den Zeppelin-Hangar kommen können. Wir wären denen ja gar nicht böse gewesen. Und es gab Getränke und so. Also ja, aber du hast den Punkt getroffen. Okay. Ja, Melanie, jetzt kann ich es dir nicht ersparen. Was hat denn in deiner Zeit bei T-City vielleicht auch nicht ganz so gut funktioniert? Also das Schöne ist ja auch, wenn man sich mal über das ein oder andere ärgert und vielleicht auch mal denkt, Mensch, den Häfler werde ich nie verstehen, ich bin hier nicht geboren, vielleicht spreche ich nicht die gleiche Sprache, aber am Ende unterm Strich denkt man sich doch, es war eine super Zeit hier. Ich bin seit Februar 2009 im Projekt und bin im August des gleichen Jahres hier an den See gezogen. Und so schön der See einfach auch im Sommer ist mit all seinen schönen Facetten. Die Menschen sind eigen, man gewöhnt sich dran, aber es ist, ich glaube, ich habe viel gelernt und ich finde es einfach den richtigen Schritt hierher gegangen zu sein. Ja, nur weil du aus dem Fränkischen kommst, weißt ja, du, du musst schon hartes B sprechen hier unten. Weißt? Ja, ich werde mir angewöhnen, überall Weischt zu sagen. Aber Konstanz habe ich ja schon gelernt. Ja, sehr gut. Wollte ich übrigens bemerken. Eins mit Staunen. Dankeschön. Eins mit Staunen. Sehr gut. Macht ja auch SWR3 durchgehend, die sagen ja Konstanz. Ja, obwohl die ja auch bis weit nach NRW zu empfangen sind, aber die ziehen auch Konstanz durch. Ja, Mai, wer braucht schon SWR, wenn er Welle 20 haben Richtig, kann? Genau. Das, was ich immer sage. Genug geschleimt für heute Abend. Welle 20. Connections. Präsentiert von T-City Friedrichshafen. Alles Schöne im Leben geht vorbei. So auch diese Sendung, denn es ist die letzte Connections-Sendung. Und es ist auch das nahende Ende des T-City-Projekts in Friedrichshafen. Aber Melanie und Oliver, wir werden euch nicht entlassen, ohne euch nicht zu entlocken, wie es denn nach dem 29. Februar 2012, ja, im Schaltjahr nächstes Jahr, wie es dann mit dem T-City-Projekt weitergeht. Weil da wurde ja schon ein Vertrag unterschrieben zwischen der Telekom und der Stadt. Ein bisschen kleiner, aber es geht trotzdem weiter. Und das heißt auch, glaube ich, nach wie vor T-City. Oliver. Also es geht weiter. Wir haben uns geeinigt auf 3 weitere Jahre. Wenn wir immer vom Projektende sprechen, dann ist damit eigentlich gemeint, dass das Projektteam, was die ersten 5 Jahre bestritten hat, die nächsten 3 Jahre zumindest in großen Teilen nicht bestreiten wird, was einfach damit zu tun hat, dass, also A, glaube ich, neue Kollegen bringen neuen frischen Wind rein, das ist sicherlich immer gut. Auf der anderen Seite sind 5 Jahre auf so einem Thema schon sehr, sehr lange und ich glaube, viele Kollegen haben sich schon frühzeitig auch überlegt, was mache ich nach diesen 5 Jahren und von daher, das ist, glaube ich, so eine Fluktuation, die gehört da jetzt auch ganz gut hin. Es wird weitergehen, 3 Jahre, es wird neue Kollegen geben, aber die Anlaufstellen bleiben die gleichen, das Büro wird bestehen bleiben. T-City kann es so explizit nicht mehr heißen. Das hat so ein bisschen mit der Markenstrategie der Deutschen Telekom zu tun. Es gab ja Zeiten, da war alles T-Pay und alle Produkte hatten das T vorangestellt. Das hat man in den letzten Jahren geändert. Da wird natürlich in einem großen Konzern sehr genau drauf geschaut. Und es gibt nur noch die Angebotsmarken mit dem T. Einfach nur, um das einmal zu erklären. Also T-Mobile, T-Home, die es auch so in der Form nur noch im europäischen Ausland gibt. Und die T-Systems neben der Deutschen Telekom. Und von daher kann es auch dann nach dem Ablauf des Vertrages auch nicht mehr T-City heißen. Es könnte Telekom City heißen. Das ist, glaube ich, für die Stadt nicht ganz so spannend. Von daher
ist es, glaube ich, aber eigentlich relativ logisch zu sagen, die Zukunftswerkstatt waren wir von der ersten Minute an. Wir haben das heute Abend schon auch ein paar Mal gehört. Es trifft einfach auch den Kern nach wie vor. Und von daher plädiere ich immer dafür zu sagen, 3 weitere Jahre als Zukunftswerkstatt, alles wunderbar. Was die Betätigung in Projekten angeht, Melanie, wird es ein bisschen eingeschränkt sein. Also die bisherigen 6 Projektfelder werden, glaube ich, eingedampft auf 3, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, also ich hatte es ja vorhin schon mal bei quasi den Projekt-Highlights kurz angesprochen, dass auch für die Telekom gibt es sogenannte Zukunftsfelder oder Innovationsfelder. Und wir konzentrieren uns dann ganz stark auf das Thema Energie, wie schon angesprochen, Smart Metering, Haussteuerung etc., auf die Gesundheitsthemen und last but not least auf das Thema Mobilität. Ja, und was macht ihr beiden Hübschen, wenn ihr hier raus seid? Also erstmal sagen wir Danke, bevor das gleich untergeht. Das geht nicht unter. Keine Sorge. Ist uns, glaube ich, beiden wichtig. Ich will da jetzt Melanie auch gar nicht vorgreifen. Wir haben jetzt einige Themen zusammen gemacht, nicht nur Radio, sondern auch unser TV-Format und auch die eine oder andere Veranstaltung. Von daher an der Stelle dir persönlich und dem ganzen Team einen herzlichen Dank. Das war für uns natürlich auch eine spannende Geschichte. Man ist nicht alle Tage im Radio und konnten hier auch eine Menge Dinge ausprobieren. Das mal vorab. Was machen wir? Frag mal meinen Chef, hätte ich jetzt fast gesagt. Also am Ende des Tages, ich kann es noch nicht genau sagen. Wir haben bis Ende Juni Verträge. Wir haben bis Ende Juni noch eine ganze Reihe an Themen hier auch zu managen, wenn man das so sagen darf. Wir werden noch eine große Emotion-Veranstaltung mit der Uni Bonn hier im Mai haben. Also hier, es ist nicht so, dass jetzt weniger passiert. Es ist nicht so, dass jetzt irgendwie weniger Arbeit anfällt. Wir müssen nur schauen, dass wir die Themen irgendwann übergeben. Und auf der Wegstrecke werden sich die Dinge klären. Ich rufe dich dann an und sag's dir gerne. Juhu! Sehr schön, sehr schön. Ja, Melanie, dein Vertrag geht dann auch bis Ende Juni, glaube ich. Ich meine, es ist natürlich schon, Oliver, du bist über 5 Jahre in dem Projekt, du bist 3 Jahre in dem Projekt, Melanie. Das ist natürlich schon eine Veränderung, die dann passiert, auch bei mir. Ganz persönlich übrigens, vielen Dank für die Komplimente, Oliver. Auch mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich mache jetzt seit 3 Jahren diese kleine, aber feine Sendung Connections, plus TV-Formate, plus Veranstaltungen. Hat großen Spaß gemacht. Wirklich, ich habe auch sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr viel kennengelernt. Ich durfte sogar mit nach Bonn fliegen und René Obermann das Mikro unter die Nase halten und gemeine Fußballfragen stellen. Nicht zu vergessen, unsere Reise nach Berlin zur IFA. Ja, das war auch sehr cool, wo ich dann auf dieser Kletterwand, ich mit Höhenangst, mit Mikro in der Hand, irgendwie da versucht habe zu moderieren. Schön. Also du hast definitiv als Moderator immer schön Einsatz gezeigt und vorhin bei unseren persönlichen Highlights hätte es ein bisschen plump gewirkt, wenn ich gesagt hätte, natürlich die Zusammenarbeit mit Christoph. Nö, ich hätte das toll gefunden. Also das kannst du ruhig mal aufmachen. Ja, das ist super. So quasi zum Ende werde ich es nochmal vorsichtig einstreuen. Nein, es hat uns riesigen Spaß gemacht. Es waren immer schöne Momente. Es waren tolle Welle 20 Sendungen, auch mit Erik als Redakteur jetzt im letzten Jahr. Es hat uns einfach Spaß gemacht. Ihr habt das Welle 20 Format, das Connections nochmal schön, ich sag immer, mit ein bisschen neuen Pep aufgearbeitet und wie du vorhin zum Eingang schon gesagt hast, dass es heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge, eine klasse Zeit geht vorbei. Aber ich freue mich auch auf das Neue, was kommt. Also ein Projekt, das sehr lehrreich, spannend und zuweilen in der Zusammenarbeit mit dir auch sehr unterhaltsam war, geht jetzt zu Ende und ich bin mal gespannt quasi. Man sagt doch immer das schöne Sprichwort, auch andere Mütter haben schöne Söhne. Ich hoffe mal, auch andere Unternehmen haben attraktive Jobs. Das also, heißt schöne Töchter. Lass uns überraschen, was die Zukunft kommt. Und natürlich werden wir unseren Supermoderator darüber informieren. Bin ich schon der Supermoderator, Erik. Genug geschleimt für heute. Ja, genau. Wer macht den Fleck nachher auf dem Teppich weg? Ja, ich mach das schon. Ja, vielen Dank, ihr beiden, für die Sendung, für die Zusammenarbeit, überhaupt für alles. Erik, ich sage übrigens auch dir herzlichen Dank für ein Jahr wundervoller Zusammenarbeit. Wir haben das hier sauber zusammengerockt, viele schöne Sendungen gehabt. Herzlichen Dank. Ja, ich habe zu danken mit so einem talentierten Moderator, mit so einem auch
ansehnlich anzuschauen, den Moderator. Also da gibt es wesentlich Schlimmeres. Vielen Dank auch an DT City, dass wir uns das hier ermöglicht haben, uns so frei auszutoben. Und es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich sage es, ich habe schon sehr oft gesagt zu Christoph, und ich sage es noch einmal, mit deinem Wortwitz, mit deiner Sprachintelligenz solltest du irgendwas mit Medien oder irgendwas mit Radio machen. Vielen Dank. Da bist du nicht der Erste, das sage ich, glaube ich, auch jedes Mal. Ja. Ja, herzlichen Dank auch natürlich. Ja. Vielen Dank auch vom Sender im Namen von Welle 20 an die Telekom, die, glaube ich, seit Bestehen des T-City-Projekts den Sender wirklich unterstützt hat und eben auch mit Aufträgen gefüttert hat. Und das ist für ein studentisches Ausbildungsradio, das ja an die Zeppelin University angeschlossen ist, nicht selbstverständlich, mit einem kleinen, aber feinen Weltkonzern zusammenzuarbeiten. Immer gerne. Sehr schön, das hört man gerne. Mein Name ist Christoph Wollnick. Es war eine wunderschöne Zeit, 3 Jahre Connections, die jetzt zu Ende geht, aber sie geht laut zu Ende. Welle 20. Connections. Präsentiert von T-City Friedrichshafen.